Entschuldigung, ich habe mal eine Frage zu den Tomaten. Was ist denn da der Unterschied im Geschmack? Also, die unterscheiden sich geschmacklich nicht sehr, aber die würde ich halt eher für einen knackigen Sommersalat nehmen und damit würde ich eher Tomate Mozzarella machen. Okay, dann nehme ich die für Tomate Mozzarella. Dankeschön. Gerne doch. Ciao. Ciao. Das Arbeiten an der Käsetheke macht mir wirklich sehr viel Spaß. Ich habe viel Verantwortung und muss dementsprechend auch danach gucken, dass die Käsetheke immer schön aufgefüllt bleibt und der Kunde kommt natürlich auch nicht zu kurz. Und lernt durch dabei sogar auch noch ganz viel. Das Herkunftsland und die Reifearten nehme ich dabei alles schön mit. Du Hakan. Hey. Hast du kurz einen Moment? Klar, schieß los. Ich habe da gerade so eine Kundin beraten und das war eine ganz süße und... Okay. Ja, irgendwie habe ich dann ihre Nummer auch in der Theke gefunden. Okay. Und jetzt überlege ich halt, soll ich dir schreiben, soll ich ihr nicht schreiben? Natürlich schreibst du ja. Schreib mir doch natürlich. Klar, warum nicht? Also, die war schon ziemlich nett. Also, wann passiert dir das mal bitte, dass dich hier eine Kundin anspricht? Ist doch mega. Ja. Also, ich würde an deiner Stelle sofort schreiben. Ja, sehe ich auch so. Du hast recht, stimmt. Also, alles klar. Dann würde ich sagen, melde dich gleich bei ihr. Danke dir, mach ich. Kein Ding, gerne. Nicht sein Ernst. Joao hat uns ja jetzt schon öfters versucht zu pranken, egal ob zu Hause oder im Edeka. Und jetzt haben Hakan und ich uns eine kleine Rache überlegt. Zwar hat Hakan ihm Edeka eine Nummer zugesteckt. Und Joao denkt jetzt, er schreibt mit Lisa, aber eigentlich mit sich. Joao, was machst du da? Wieso? Die Arbeiterin gehören gar nicht dahin. Oh, sorry. Komm, mach mal eine kurze Pause. Ich übernehme das dann für dich. Okay, danke schön. Bitte. Heute bin ich irgendwie etwas durch den Wind wegen dem Mädel vorhin. Ich glaube, ich gönne mir jetzt erstmal ein Päuschen und ja, vielleicht schreibe ich ihr ja. Ich habe heute den ganzen Tag mit einem Mädel geschrieben und wir haben uns jetzt für heute Abend zum Essen verabredet. Und ich habe morgen sogar frei bekommen. Ja, und sie sollte jeden Moment da sein. Was hast du geschrieben? Was los? Hi Joao, freust du dich schon auf heute Abend? Ja, auf jeden Fall. Hey Lisa, gute Idee. Dann komm doch einfach vorbei und wir gehen zusammen in die Bar. Ich freue mich auf dich. Woher habt ihr die Nachrichten? Wir sind Lisa. Wie, ihr seid Lisa? Ich habe mit euch geschrieben? Ja, wir dachten, wir erlauben uns einen kleinen Spaß. Oh Leute, das ist uncool. Ja komm, ganz unschuldig bist du doch auch nicht. Ja. Willst du sagen, was soll ich sagen? Ja, wir haben noch was für dich. Marie, meine Freundin, die kommt nachher noch vorbei. Die von letztens. Mit ihr hast du heute Abend das Date. Wirklich? Ja. Wirklich. Und diesmal kein Spaß? Diesmal kein Spaß, du kannst uns wirklich vertrauen. Hey Marie. Hallo. Komm rein.